shit, Freunde, ich werde verfolgt von zwei schönen Frauen. Wer ist das? Was machen wir heute? Wir finden es jetzt raus. Da sind wir jetzt also reingegangen. Sieht echt cool aus und es gibt sowas hier, worauf ich sehr gespannt bin. Da werde ich auf jeden Fall gleich reinschauen. Wer bist du und warum werde ich jetzt hinterherlaufen? Ich bin der Michael und ich bin hier für die Menschen zuständig, die ich aufs Event eingeladen habe. Sehr cool. Ja, dann Dankeschön auch nochmal. Sehr gerne. Und jetzt schauen wir uns mal an, was der Christian mit den Mädels und Jungs macht, die eingeladen werden. Absolut, genau. Sehr gut. Attacke. So, Freunde, ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber ich mag das nicht so, Sonderbehandlung zu bekommen. Weil ich der Meinung bin, alle Menschen sind gleich, deswegen werde ich mich jetzt auch nicht irgendwo in den Influencer-Bereich setzen. Ich gehe mal kurz hin, sag mal Hallo, weil da ja auch ein paar Leute sind, die ich kenne. Aber wo ich mich tatsächlich hinsetzen werde, ist einfach zwischen alle anderen Menschen, weil das voll der Bullshit ist, irgendwie zu selektieren in Menschenklassen oder sowas. Deswegen lasst mir gerne auch mal einen Kommentar da, wie ihr davon denkt, wie ihr dazu steht. Wir schauen uns jetzt einfach echt mal an, was hier passiert. Eine kleine Ergänzung noch zum Thema. Ich werde heute zweimal zum Essen eingeladen und das auch noch vegan. Das finde ich doch tatsächlich dann wieder gut. Ich habe gerade schon gesagt, Sitzplätze hole ich mir dann aber zwischen allen anderen Menschen. Ist auch viel cooler. So, und Geschenke gibt es auch noch. Oh. Ach, sind die unterschiedlich gefüllt auch? Dann nehme ich mir, was ist denn das Beste davon? Ne, die sind alle gleich gefüllt, ne? Okay. Wir gucken einfach mal, was da alles rausfällt hier. Dankeschön, Christian, das ist dein Buch. Yeah. Oh, Cookies gibt es hier. Einen Tag Hotspot. Wenn ihr unterwegs seid und arbeiten wollt, einfach mit der Telekom zum Beispiel, wo ich jetzt auch bin, einen Tag Hotspot kaufen und den ganzen Tag 24 Stunden hochwertiges Internet und zwar auf Flatrate. Sehr gut. Was ist das? Love Jog. Das ist ja cool. Und Podcast-Werbung nochmal. Sehr gut. Also schön folgen, ja, Podcast. Attacke. Julie, wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Warum bist du eigentlich immer bei mir in den Videos mit dabei? So, Freunde, jetzt noch eine Kleinigkeit, nämlich Christian war so nett, mir die Woche ein paar Tickets zu schenken. Lasst mir aber bitte einen Daumen hoch da, wenn ihr möchtet, dass wir die verlosen. Dann werde ich die nämlich morgen oder übermorgen in einem der Videos einfach verlosen. Das Einzige, was ihr dann machen müsst, das ist dann daran teilzunehmen. Oh, oh, schau mal, schöne Frauen, die... Was machst du da? Das ist athletisches Verhalten, oder? Was stellt das dar, was du da machst? Gar nichts, ich freue mich, dass du da bist. Juhu! Oh, ich werde betatscht. Ich mag das. Können wir das nochmal machen? Einmal nur ein bisschen. Okay. Sehr cool. Super. Ja, Leute, wenn ihr mich seht, auch immer vorbeikommen, immer Taschen, Taschen. Super. Hallo, wer bist du nochmal? Ich bin Caro, hi, servus. Caro. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Cool. Ja, ich muss trotzdem pinkeln. Soll ich kurz warten hier auf dich? Ja, passt du kurz ja, auf? Ja, komm, ich pass kurz auf. Ach, du passt auf die Flasche auf? Ja. Alles klar, ich nehme euch mit, aber ich mache trotzdem die Kamera. Oha. So, Freunde, jetzt gibt's lecker Essen. Guck mal, was hier passiert ist. Ein bisschen Couscous gibt's. Und da drüben, was ist das denn? Kannst du mir mal erklären, was ist denn da Leckeres drin? Ja, ich weiß es gar nicht. Oder? Das sieht aus wie Kartoffeln. Ja, das ist Kartoffelgratin. Und das? Das ist so hähnchenmäßig, ne? Aber Drinks gibt's hier und... Soll ich mich mal so, Achtung, bei den schönen Menschen durchdringeln? Zack, hier gibt's auch noch Salat für das leichte Herz. Läuft gut? Ja? Bist du happy? Ja. Wenn du happy bist, bin ich happy. Wow, chica, wow, wow, Freunde, es geht wieder weiter. Da ist es auch laut, das heißt, ich halte jetzt die Klappe und wir schauen uns das einfach mal an. Zwei schöne Frauen gefunden. So, nämlich, stellt euch mal selber vor, bevor ich was Falsches sage. Ich bin Laura Foodfairy auf Facebook, Instagram, YouTube, überall. Ja, ich bin Alexa, Alexa's Earth, also die Welt auf Englisch. Auch auf Instagram, Facebook und Blog. Cool. Alexa's Earth, blogspot.de. Wir gehen einmal ganz kurz raus, bisschen frische Luft schnappen. Der Spaß dauert ja wirklich echt lange, hätte ich gar nicht erwartet. Und zwar von 9 Uhr morgens. Bis 21 Uhr abends. Bis 21 Uhr haben wir jetzt. Und danach gibt es noch Aftershow, wobei wir da jetzt wahrscheinlich nicht mitgehen, weil wir sind echt müde und werden eher schlafen gehen, um morgen wieder fit zu sein. So, hallo meine Freunde. Ich habe die Kamera von Manuel gefunden. So, wir sind jetzt hier in dem wunderschönen VIP-Bereich.
Obwohl ich ja gar kein VIP bin, aber psch, ich bin nämlich gar keine Influencerin, gar keine Bloggerin. Das darf ja hier auch keiner wissen. Ich muss nämlich nur so tun. So, Manuel, du hast doch gesagt, dass deine Berufung das Modeln ist und du das gerade für dich entdeckt hast. Mach uns doch nochmal den Catwalk. Er möchte nicht. Doch, guck mal, der ist er. Komm, Manuel, stell dich doch mal hier den Menschen vor. Das macht er nämlich auch mit mir immer. Da sind gut aussehende Menschen. Mir auf mich zukommt und sagt, Manuel, ich kenne dich doch, den dicken Bauch habe ich irgendwo schon mal gesehen. Freut mich, Manuel. Dennis. Hi, Dennis. Cool. Wie heißt du? Malte. Malte, freut mich, Malte. Schön, euch zu treffen. Ihr seid jetzt im Vlog. Jetzt musst du irgendwas Smartes sagen zu den Leuten, um zu gucken. Nicht mich filmen, dich filmen. Okay. Musst du was Smartes sagen auch. Ja. Hier hast du noch einen Lehrstock. Ja. Und jetzt musst du mir ganz kurz erklären, wer er ist, mit Hilfe des Stocks und der Kamera. Okay, also der Dennis, hier ist er. Der ist ein Kumpel und Geschäftspartner von mir und ja, wir interessieren uns beide für das Thema Online-Marketing und ja, haben auch so schon ein paar Sachen ausprobiert, um so das Thema Mindset, Erfolg und Geld verdienen, alles Mögliche so zusammen voranzutreiben, waren da mehr oder weniger erfolgreich bei manchen Dingen. So, der nächste Schritt ist bei uns, dass wir uns auf jeden Fall einiges so bei Online-Marketing aneignen wollen und ja. So sieht das beim Dennis aus. Schön erklärt, inklusive hier Erklärstäbchen. Das habe ich heute im Drive Now gefunden. Einfach mitgenommen und eingesteckt. Man muss auch mal die Geschenke der Götter annehmen können. Mega cool, dass ihr hier seid. Christian Bischoff, Wahnsinns-Event, oder? Mega, bis jetzt. Oder? Ja. Wo sitzt ihr? Saß immer woanders. Ja. Jeder Pause, ja. Immer gewechselt, immer nach den schönen Frauen Ausschau gehalten. Ja, ich weiß auch, wie das ist. Ich mache mal die Kamera aus, wir quatschen mal noch im Privaten ein bisschen, ja? So, sehr coole Kerle, muss man auch nochmal dazu sagen. Auf solchen Events trifft man ja auch echt fast nur Leute, ich glaube sogar wirklich nur Leute, die wirklich cool drauf sind. Und jetzt geht's langsam wieder nach Hause. Ich hole jetzt nochmal meine Sachen und dann wird zu Hause noch ein bisschen gearbeitet. Aber für heute reicht's auch. So, guck mal, jetzt ist Folgendes passiert. Wie heißt du? Alex. Alex, ne? Genau. Alex kam gerade auf mich zu und meinte, Manuel, du bist doch der Funnel-Experte, oder? Positioniert zumindest, ne? Also ich sag mal, ich bin jetzt nicht schlecht da drin, aber die Jungs in meinem Team sind da viel smarter als ich und die retten mir da auf jeden Fall den Hintern. Okay. Also, aber frag, was kann ich für dich tun? Ich hatte eigentlich ein konkretes Anliegen. Ich weiß nicht. Oh, jetzt gibt's geheime Deals. Dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns einfach morgen in dem Video wieder, wenn es Teil 2 heißt, Christian Bischoff, die Kunst da Ding zu machen. Und wir reden jetzt einfach mal im Team miteinander. Gut. 100.000 Abos, let's do it. Kommentieren, liken, teilen mit Freunden. Bis morgen, ciao.